Und weiter geht's mit FIFA 14 Ultimate Team. Noch dem normalen Modus. Ich werde wahrscheinlich demnächst ein Video mal zu oder ein paar Videos zu dem Online-WM-Ding machen. Also jetzt gibt es Ultimate Team WM. Und noch eine kleine Ankündigung, was ich gemacht habe. Offscreen, ich habe komplette Abwehrvertrag verlängert, weil Dante war ausgelaufen. Ich könnte schon mal auf Weiter drücken. Cortuis hat. Cortais? Wie wird der nochmal ausgesprochen, der Torwart? Ich habe es doch mal gehört, aber ich konnte es mir nicht merken. Hat einen neuen Vertrag bekommen. Und so wie Müller. Müller hat einen Mega-Vertrag bekommen, dass er jetzt über 30 Spieler an uns gebunden ist. Ja, Müller gebe ich nicht mehr her. Mal schauen, ob wir jemanden finden. Es war eben schon eine Qual bei Online-Saisons, einen Gegner zu finden. Boah. Das ist so nervig aktuell. Ich habe irgendwie extreme Probleme mit den EA-Servern. Allgemein hat jeder Probleme mit PlayStation, mit Downloads. Da stimmt auch irgendwas nicht. Das ist lustig. Ein Herrgott weiß, was da los ist. Kommt nichts. Ne. Nummer 3, Nummer 4, Nummer 9, Nummer 10, Nummer 7, Nummer 8. Keine Ahnung, was ich sing. Ich wollte eigentlich heute schon am Abend aufnehmen. Jetzt haben wir wieder Nacht. Wirklich Abend um 8 Uhr. Ne, um 9 Uhr habe ich angefangen. Wollte FIFA aufnehmen. Nein, geht nicht. Gegner gefunden, zack, eingefroren. Danke. Habe ich erst Assassin's Creed aufgenommen. Warte auf Gegner. Wie lange soll ich warten? Das heißt Mitglieder. Migrate Apollo. Latenz ist auf jeden Fall da. Wieso haben denn so viele Vereine im Januar, im Februar 2010 gegründet? Ich habe Heimrecht. Ja, wir spielen. Zumindest noch ein Spiel. Es dauert jetzt 2 Minuten gedauert, bis ein Gegner gefunden ist, aber. Alter. Wieso darf ich spielen? Hä? Anscheinend gibt es gerade niemand anderes in FIFA, der online ist. Sehr interessant. Ich könnte mal die meine Maus aus dem Bild machen. Bayern München, alle, oh. Bayern München, alle. So, jetzt mal wieder mit meiner Mannschaft reinkommen. Super. Du. Das war abseits auch noch. Bitte was? Das ist ein Talent, ein Befreiungsschlag und dabei im Abseits stehen. Das ist echt talentiert, muss ich ja schon mal sagen. Oh, mein Zug ist aber schnell, leck mich am Arsch. Ich jetzt nicht gedacht, dass der so schnell ist. Oh, da wollte ich gar nicht hin. Kein Abseits. Bitte was? Oh. Und Tor. Das ist eine Herausforderung, die liegen noch nicht. Das kommt irgendwann. Und diese Mannschaft, tut mir leid, dass es so klingt, aber es ist keine Herausforderung. Wenn da sogar noch Bronzespieler drin sind. Ja, hatte ich auch, aber ich hatte dann sehr viele Goldspieler. Das muss ich nicht sagen. Das sollte ich aufhören zu sagen, sonst kriege ich gleich noch auf die Schnauze. Während der Partie. Null Sherdan Shaqiri. Ich habe gedacht, schieße ich mal. Und ich habe geschossen und er war drin. Oh. Hey. Böse. Das ist abseits. Was habe ich denn heute mit Gegner ist abseits? War eben bei Online-Saisons auch so. Wo ich jetzt die letzte Folge aufgenommen habe. Der hat ja dauerhaft im Abseits gestanden. Obwohl ich nie Abseitsfalle so wirklich gedrückt habe, meine.
nach meinem Wissensstand. Oh. Oh. Oh, das war ja der Gegner. Ich hab gedacht, das wäre ein Spieler, der Schiri gewesen. Ah. Verdammt. Oh. Oh. Oh Gott. Hilfe. Ich habe ihn drin gesehen, wenn ich ganz ehrlich bin. Alter. Mandzukic. Okay, ich nehme das zurück, dass die Mannschaft nichts kann. Also, dass man es schwierig hat mit der Mannschaft. Wenn man sich reinkämpft, ist es leicht. Ist es besser. Oh, kann man es schaffen, wenn man sich reinkämpft? Das würde ich gesagt haben. Oh, und dann so eine Flanke. Ganz ehrlich, was war das denn für eine Flanke, Herr Müller? Was sind denn das für Flanken, bitte? Immer an Mandzukic vorbei. Wofür habe ich den Kopfball starken Spieler drinne. Aber Ecke. Ich würde schon Abschluss sagen, was er jetzt Ecke. Hoppala. Ach, schade. Corona hat gehalten. Du bist bei World Corona. Ah! Mist. Verdammt. Entschuldigung für die Vögel im Hintergrund. Oh. Und raus die Scheiße. Alter. Das ist so, man zuckt schon wieder urlangsam. Ich verstehe es nicht. Mal so extrem schnell, mal so extrem langsam. Keine Ahnung, was der hat. Das war einfach nur ein Befreiungsschlag. Gucken, wie die Flanke kommt. Die kommt natürlich wieder ganz woanders hin, wie geplant. Alter, was war das denn für ein... Oh, schade. Das war schon als Abseits noch. Er hat den Ball nicht richtig kontrolliert. Ecke. Ecke. Oh, fuck. Ich meine natürlich Vogel. Das ist geklaut, der Spruch, ich weiß. Bevor die Kommentare kommen. Ich finde das schön. Martinez, okay. Gott. Ist auch mal Halbzeit? Nein, noch lange nicht. Erst in einer Minute. Och, ich wollte eigentlich auf Draxler spielen. Okay, irgendwie komme ich gerade nicht klar mit meiner Mannschaft. Zumindest gegen den Typen. Ich weiß nicht, was los ist. Ich habe eine Blockierung. Ich kann ihn nicht so gut spielen. Mein FIFA-Schieß blockiert. Wenn es überhaupt ein FIFA-Schieß Da ist mein Kuli, den brauche ich. Den hätten wir, dann kommt da der nächste Strich hin. Ich hoffe, die nächste Partie geht schneller zu finden. Alter. Es tut mir leid wegen den Vögeln. Ich weiß nicht, was los ist. Wie gesagt,
Ich will anfangen aufzunehmen, dann sind sie ruhig. Sobald ich den ersten Satz spreche, sind sie aktiv. Oh, er hat mit Hack geklärt. Ich wollte eigentlich gar nicht schießen, Herr Draxler. Wieso ich gerade mit Bender dahin gelaufen bin, weiß ich nicht. So. Diesmal hat er gehalten. Ah, schade. Ich hätte ihn beinahe bekommen. Was war das denn gerade? Sehr schön geklärt. Jetzt kassiere ich ein Tor. Sag ich doch. Nein, Gott sei Dank nicht. Mist. Ich habe gerade irgendwie immens Probleme durchzukommen nach den zwei Toren. Und er hat irgendwie extrem. Er hat auch nur kleine, schnelle, wendige Spieler im Kader. Es war so klar. Mann. Das wäre halt immer noch durch Partie die Treter. Das habe ich im Gefühl. Weil ich nicht mehr durchkomme irgendwie. Vielleicht spiele ich auch zu sehr fixiert auf. Oh, ganz ehrlich, was ist denn das für eine Scheiße, dass immer die Bälle direkt zu verlieren? Oh, hör doch mal auf, die Scheiße zu machen, Junge, das ist unfair. Und dann klären sie immer dem Gegner direkt vor die Füße. Das ist ja unfassbar. Ich wechsle jetzt erstmal. Ey, das geht nicht. Es geht nicht so weiter, Leutchen. Mandzukic raus. Für ihn kommt Rubinho. Und Emanuelsson kommt Draxler. Der ist nämlich auch nicht zu sehen. Und, ne, ich lasse es erst noch so. Ne. So. Ah, Mann. Ich komme einfach nicht hinterher. Ich bin zu langsam. Oh. Och. Wie blöd stellt der sich denn zur Hölle an, der Mandzukic? Aber zum Glück wechsle ich ihn halt gleich aus. Das meine ich. Wieso geht er nicht auf den Ball zu? Da bleibt er stehen. Das ist eine Partie. Es steht 2-1 und ich gehe nicht auf den Ball zu. Das ist doch. Och. Mann, 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 Mann. Och, das wollte ich doch gar nicht. Wieso legt er denn den Ball zurück? Ich drücke Schießen nach rechts und da hält er erstmal den Ball an. Die geht zurück und schießt dann. Jetzt kassiere ich einen Ausgleich. Mann, 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 ey. Was war das denn für eine Scheiße, Draxler? Oh. Es läuft nicht. Die machen heute, was sie wollen. Die Spieler, das auch. Da ist so viel Platz und trotzdem versucht durch die zwei Mann den Ball durchzustecken. Da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Oh, alle spielen solche katastrophalen Fehlpässe. Willst du mich verarschen? Ich gehe jetzt auf defensiv über. Jetzt werde ich endlich wechseln. Alter, das ist doch nicht normal. Die ersten 10 Minuten läuft und danach hört es auf. Jetzt würde meine Mannschaft sagen, ne? Ich habe keine Lust auf die Partie. Mist.
Oh! Richtig mal wieder gleich eine gefährliche Chance. Zack, gewechselt, schon läuft wieder alles an, komplett anders. Oh, ganz ehrlich. Was ist denn das für ein Mist? Mit der Kläranlage. Könnt ihr das nicht besser? Nach Abseits. Oh, ich habe eigentlich Grätsch gedrückt, das ist aber auch egal. Ich hoffe, das hat man gehört. Ja, Gott sei Dank hat er den Fehler wieder ausgebügelt. Ecke. Wer kriegt jetzt gelb? Jemes? Kenn ich nicht. Nochmal Ecke. Oh! Oh, Martinez, Marie, nein! Nein! Oh, Gott sei Dank, Bender war da. Ich war nämlich schon gedanklich dabei, wie verhindere ich den Konter? Oh. Alter, komm! Oh, Gott sei Dank, ey! Gott sei Dank, oh! Zum Sieg gezittert, ey! Wirklich gezittert, ey. Ich weiß nicht, was da los war, warum die gerade das Fußballspielen eingestellt haben, so extrem. Das lief nicht so optimal, die Partie. Okay, ich nehme das zurück. Mit einer solchen Mannschaft kann man doch das mal reißen. Mit einer Chemie von 100 ist das anscheinend möglich, aber die ersten 5 Minuten sahen nicht so aus. Aber was dann wo plötzlich bei mir passiert ist nach dem ersten Tor oder nach den 2 Toren, weiß ich nicht. Sisuko und Mandzukic haben das Tor vorbereitet. 500 Münzen. Liga-Titel. Brauchen wir noch 2 Punkte für. Müssten wir schaffen in 4 Spielen. Rein theoretisch ja. Das war's aber dann mit dieser Folge FIFA 14 Ultimate Team. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.